heute nur ein kurzes Video zu einer Thematik, die mich unglaublich fasziniert. Und das ist das Thema des Mindsets und das, vor allem das, wie, mit welcher Brille sehe ich das Leben. Und in den letzten, ich coache jetzt seit ca. 12 Jahren und gerade im 1-zu-1-Coaching, wenn ich mache das meistens so, dass ich einmal pro Woche mich mit Leuten treffe, per Skype, per Telefon oder live, und wir da Stück für Stück versuchen, dem näher zu kommen, was sie in ihrem Leben erreichen wollen, ob das jetzt Sportler sind oder Nicht-Sportler. Und eine Hürde, auf die ich immer wieder stoße, und das ist etwas, was gerade in den letzten 5 Jahren auch ein großes Thema war, eine Hürde, auf die ich immer wieder stoße, ist so dieses Thema: Glaube ich daran, dass die Situation, in der ich jetzt gerade stecke, fix ist oder dass sie wandelbar ist? Das heißt, habe ich ein Fixed Mindset oder habe ich ein Wachstumsmindset? Glaube ich daran, dass ich etwas daran ändern kann, an der Situation, in der ich gerade stecke? Der deutsche Begriff dafür ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, wie sehr glaube ich daran, dass das, was ich tue, einen Effekt hat? Erstmal gar nicht wichtig, ob er positiv oder negativ hat, aber hat das, was ich tue, wirklich einen Effekt? Weil das ist das, was ich häufig merke. Der Grund, warum viele Leute in Situationen stecken, in denen sie stecken, aus denen sie raus wollen, hat viel damit zu tun, dass sie das Gefühl haben, dass sie ja gar nichts daran ändern können. Und sie bauen sich sozusagen ein Konstrukt, ganz unterbewusst, keiner macht das absichtlich, bauen sich ganz unterbewusst ein Konstrukt, eine Story, eine Geschichte, warum das so ist, wer daran schuld ist, dass sie jetzt in dieser Situation stecken. Und im Coaching-Prozess ist es eines der wichtigsten Ziele, das in einem gewissen Maße auf eine sehr sanfte Art und Weise aufzubrechen, beziehungsweise eher den Menschen sanft darauf zu stoßen, dass das so bescheuert ist, dass der Mensch unglaubliche Kapazität hat, sich zu wandeln, seine eigene Situation zu verändern. Und vor allen Dingen das Thema Zufriedenheit, das Thema Glück. Und der zweite Baustein, die zweite wichtige Hürde, die es dann zu überwinden geht, wenn ein Mensch in dem Punkt ist, dass er verstanden hat oder erkannt hat, viel besser, nicht verstanden, sondern erkannt hat, weil erkennen findet hier statt, verstehen da oben, erkannt hat, dass die eigene Situation ein wandelbares Ding ist, dann gilt es zu überwinden, dass diese eigene Situation auch von nichts abhängig ist, dass es keine Bedingungen dafür gibt. Ich darf nicht nur glücklich sein, wenn, oder ich darf nicht nur das erreichen, wenn. Und auch, dass es nicht nur nicht abhängig ist, sondern dass es auch nicht auf Kosten von Glück von anderen geht. Und das ist das Konzept des Nullsummenspiels. Im Englischen heißt das Zero-Sum-Game, Nullsummenspiel. Das ist eine Weltanschauung, in der man davon überzeugt ist, warum auch immer, ich habe noch nicht genau verstanden, was die evolutionären Gründe dafür sind, man davon überzeugt ist, dass ich nur jetzt Glück haben kann und Zufriedenheit haben kann, wenn andere keine Zufriedenheit haben. Das heißt, wenn andere glücklich sind, bedeutet das, dass sie von anderen weggenommen haben. Menschen können nur Geld verdienen, wenn andere Geld verlieren. Oder ich kann nur zufrieden sein, wenn ich anderen etwas wegnehme und sie dadurch unzufrieden sind. Oder auch auf mich als Individuum bezogen, ich kann nur zufrieden sein, wenn ich dafür später unzufrieden bin. Oder ich kann später nur zufrieden sein, wenn ich jetzt durch einen harten Leidensweg gehe, damit ich mir das verdient habe, in der Zukunft zufrieden zu sein. Dass am Ende halt immer die Nullsumme steht, dass heute 10 Punkte Glück bedeutet übermorgen minus 10 Punkte Glück, weil am Ende muss eine Nullsumme stehen. Und das ist eine ziemlich wahnsinnige Vorstellung, dass die Welt eine Nullsumme, dass dieses Universum eine Nullsumme ist. Ich glaube da in keinster Weise dran. Und da können wir gerne noch ein philosophisches Video zu machen. Aber das Spannende ist, Menschen, die diese beiden Hürden überwunden haben, das heißt einerseits die Selbstwirksamkeit nicht nur erkannt, sondern auch erlebt haben, das heißt, das, was ich reinstecke, hat einen Effekt, im besten Fall sogar einen positiven. Und das Zweite, damit man überhaupt den Unterschied zwischen positiv und negativ erleben kann, ist, dieses Thema der Nullsumme zu überwinden, zu erkennen, dass es völlig möglich ist, beziehungsweise sogar, dass das der beste und fast schon einzige Weg ist, dass beide gleichzeitig zufrieden sein können. Person A kann zufrieden sein und Person B kann zufrieden sein. Und oft auch Person A kann zufrieden sein, weil Person B zufrieden ist. Person B kann zufrieden sein, weil Person A, weil die Beziehung zwischen den beiden besser funktioniert. Und auch auf mich als Individuum bezogen. Es gibt keinen Grund zu sagen, um später glücklich zu sein, muss ich jetzt unglücklich sein. Warum? Ich kann jetzt glücklich sein, übermorgen und überübermorgen. Und es gibt keinen Grund, dass das nicht so sein kann. Das sind also die beiden großen Hürden, die in meiner Erfahrung es im Coaching zu überwinden geht. Und das bringt, also als Coach bringt es nichts, jemanden davon zu überzeugen oder es zu erklären, sondern ja, auf einem gemeinsamen Weg
mit der Nase darauf zu stoßen und zu sagen, ja, natürlich, ist doch klar. Das zu erkennen, vor allem das zu erleben. Und eine Sache, auf die ich jetzt gestoßen bin, die hat mich weggeblasen. Ich poste es unten in die Beschreibung. Und das ist auch etwas, was ich in der Erfahrung in den letzten 2-3 Jahren, wo ich das Thema Schlafoptimierung immer mehr in den Fokus gerückt habe, gemerkt habe, ist, Leute, die besser schlafen, denen fällt das auf einmal alles leichter. Der ganze Coaching-Prozess hat sich für mich revolutioniert, nachdem ich Schlaf in den Vordergrund gesetzt habe. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Einerseits typisch, Schlaf sorgt dafür, dass man leichter Fett verbrennt, dass das Selbstbewusstsein nach oben geht, dass man Muskeln leichter aufbaut, dass man stärker wird, dass das Immunsystem besser funktioniert. Klar, ganz viele Sachen auf physiologischer Ebene passieren da, der ganze Coaching-Prozess leichter machen, aber vor allem das, was auf Mindset-Ebene passiert, ist unglaublich faszinierend. Irgendwie sehen die Leute viele Dinge viel, viel entspannter und gar nicht mehr so als Problem. Und das, worauf ich jetzt gestoßen bin, wie gesagt, was ich unten in der Beschreibung poste, ist eine Studie, die gemacht wurde, wo sie sich angeguckt haben, was passiert mit Menschen, die mehr oder weniger schlafen, in Bezug auf diese beiden Hürden, die wir eben besprochen haben, nämlich einerseits, wie sehr glaube ich, dass meine eigene Zufriedenheit ein fixes Konstrukt ist. Nämlich, Menschen, die weniger schlafen, glauben mehr daran, dass ihre eigene Zufriedenheit ein fixes Konstrukt ist, dass man daran nichts ändern kann. Und zweitens, das ist das Thema mit dem Nullsummenspiel. Menschen, die weniger schlafen, glauben mehr daran, dass das Universum ein Nullsummenspiel ist. Und die, die mehr schlafen, glauben eher daran, dass es keinen Grund gibt, das gegeneinander aufwiegen zu müssen, sondern es können auch alle davon profitieren. Der Link zur Studie ist unten drin. Ich bin super gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt eure Fragen, Kommentare, Anmerkungen unten rein. Auch zum Thema Coaching-Prozess und zu diesen beiden Hürden, auch unabhängig von der Studie. Bin gespannt auf eure Meinung. Ich will wieder Flo mit euch sein. Ciao.